Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rayman Hoodlums Revenge. Wir fangen heute mit der neuen Welt an, der zweiten Welt, und werden das erste Level, das Land der lebenden Leichen, heute machen. Ich kann nicht lesen, ja. Aber das ist schon altbekannt. Okay, wieder Lowbox. Hast du eigentlich eine Ahnung, wo du hinläufst? Du beinloser Idiot. Verzeihung. Hä? Oh, huhu. hallo Ray, wie steht's? Ja, jetzt wisst ihr, wo ich meinen Spitznamen her habe. Kappa. Ich fürchte, die Hoodlums wollen Reflux klonen. Oh, wir entzücken böse. hast du dir den Kopf gestoßen, Dobox? Sie müssen aufgehalten werden. Ja, also es kommt schon immer etwas durch, ne? Hier wollte ich gar nicht runter. Nein. Ich wollte hier nicht hin. Egal. Ich hoffe, dass ich das übersehen habe, aber ich glaube nicht. Ja, also wir müssen das Tor hier erst aufmachen, wie ich gerade sehe. Ja, also ihr seht schon, das Land der lebendigen Seelen ist irgendwie ganz komisch. So mit so Lava und so, richtig strange. So passt überhaupt nicht. Ich meine, in Rayman 3 sah das einfach ganz anders aus. Da war es noch richtig schön grün. Und nicht so komisch, so ein Lavaland irgendwie. So ganz anders. Also sehr merkwürdig, was hier passiert ist im Land der lebendigen Seelen. Ja. Ja gut, das heißt hier lebenden Leichen. Also auf Englisch heißt es tatsächlich Land of the Living Dead. Und Rayman 3 heißt ja auch in der deutschen Übersetzung Land der lebenden Seelen und nicht der lebenden Leichen. Das heißt irgendwie nur bei diesem Spiel so. Aber wie gesagt, der englische Name ist gleich, ja. Also es ist nicht so, dass das hier anders heißt. Da hätte man sagen können, okay, es heißt anders, dann ist es vielleicht ein anderer Ort, der nur ähnlich heißt. Aber tatsächlich, ja, wie gesagt, heißt das Ganze einfach gleich im Englischen, ne? Also beides heißt Land of the Living Dead. So, also wir müssen hier einige Punkte wieder finden, ne? Lass mich nicht lügen, wie viel waren es? 23.000 waren es, okay. Hab auch ganz kurz auf mein Handy geschaut. Was ich wieder vergessen habe, ich kenne. Okay, 23.000. Klingt gar nicht so viel, muss ich sagen. Weil wir jetzt eigentlich schon gar nicht so wenig haben. Ich muss noch Xylophon üben. Oh, dann wünsche ich dir aber viel Spaß und Erfolg. Okay. Aber ja, eigentlich ist das ein cooler Stil von der Welt, ne? So ein bisschen Lava-Weltenmäßig gibt es ja bei Rayman eigentlich bisher nicht so häufig, muss man ja sagen. Klar, so Rayman 2 gab es diese ganzen Lava-Höhlen und so, aber es gab jetzt nicht so, dass man so wie hier hat, dass an der Oberfläche so eine riesige Lava-Landschaft ist. Eher ungewöhnlich, würde ich behaupten. So. Nein. Boah. Dass ich noch lebe. Die Lava ist nämlich exakt gleich wie das Wasser. Das heißt, ja. Man hat Spaß. Ach, das ist so geil, Mann. So. Ja, also es war jetzt natürlich auch sehr dumm von mir, dass ich da gestorben bin. Nein, das muss ich zugeben. Aber es hat vieles. Wartet. Ist der dumm? Ich glaube schon. Richtig verpeilter Typ. Oh nice, ich habe gerade übelst die geile Kombo am Laufen, glaube ich. Komm, wir holen uns weiter. Boah, ist aber echt ein Mega-Kombo gerade. Trotzdem nur 200 Punkte, weil es alles nur Lumps waren, leider. Aber es müsste trotzdem ein bisschen mehr sein als davor. So. Ja, die Kristalle holen wir uns natürlich nochmal. Mit Kombo, jetzt hab ich's verkackt. Weil mein Kopfhörer gerade mal wieder rumspacken. So, jetzt klappt's wieder. Sorry für den kleinen Cut, aber das sollte schon passen. Und gehst du hoch, Mann. So, also dann haben wir nochmal. Was? Ich muss Veronas 537 Briefe noch beantworten. Hat damit noch zu tun, der Kollege. Ah ja, die sind so witzig, diese Sprüche. Also die mag ich tatsächlich sehr. Nein, oh come on. Ich hab auch A gedrückt. Und spring auch, du Spast. Okay, ich glaube, ich habe dich zwar übersehen, aber wir haben eh nicht viele Punkte, also es sieht gar nicht schlecht aus. Ich habe noch einen Käfig, aber ich glaube, der ist da rechts. Aber aktuell noch nicht so gut hinkommen. Boah. Genau, da müssten wir hergekommen sein. Und hier geht es dann nämlich weiter. So.
Aber ja, eigentlich schon, ja, wie gesagt, interessant. So eine Lava-Welt und so kennt man eigentlich eher nicht so von Raven. Aber in diesem Spiel gibt's das halt. So. Ich habe gesehen, unten waren noch ein paar Secrets, aber ich glaube, die können wir uns wahrscheinlich auch mal zurückholen. Oder ich gehe zuerst mit Lobox hier lang. Jetzt versuche ich mal ein paar Kombos mitzunehmen. Okay, da ist jetzt die Kombo vorbei, da kann ich auch wechseln. Und dann kann ich mich noch nach da gehen. Stimmt, da war ich noch nicht. Aha, jetzt kommen wir auch hier hoch. Dann könntest du mich hier noch... eine geile Kombo mitnehmen. 400 Kombo-Punkte, das ist nicht schlecht. Also letztes Mal war es extrem knapp, das hat mich auch sehr aufgeregt. Da hat ja so wenig Punkte nur gefehlt. Irgendwie 700 oder so. Und die hätten wir ja jetzt schon fast. Von daher, ja. Das war wirklich sehr wenig. Was auch mit Spinnennetzen hier, ne? Sieht sehr gruselig aus auf jeden Fall. Irgendwie, ja. Was ist das hier für ein komischer Ort, ne? Ich meine, alles voller Spinnennetze irgendwie. Ah, das ist ein Checkpoint, sehr gut, den brauche ich. Also schon sehr mysteriös. So, hier müsste das gewesen sein, ja. Dum, dum, dum. Hallo, töte den. Hallo, Raymond, du stehst direkt vor ihm. Kannst du ihn bitte töten? Okay, also manchmal ist Raymond irgendwie dumm wie Scheiße. Steht direkt vor den Gegnern und kann sie trotzdem nicht töten. So. Ich glaube, wenn man die in der Combo alle mitnimmt, die Gegner, dann hat man echt viele Punkte. Ah, Scheiße, kann man nicht laufen. Tot. Ja, es ist jedes Mal so scheiße, ne? Es ist jedes Mal so scheiße. Aber vielleicht kann ich dann diesen Typen wenigstens schneller da machen. Ja. So wollte ich es nämlich eigentlich machen. Hallo. Oh Mann, sollst du den Kombo mitnehmen? Weiß nicht, das ist echt nervig. Manchmal klappen die Kombos nicht richtig. Also nicht die Kombos, sondern irgendwie das Anwesen und Schlagen klappt manchmal nicht gescheit. Das ist echt nervig. Also vorhin hatte ich leider eine bessere Kombo. Aber ja, wenn man so drei Gegner schon in der Kombo mitnimmt, ist das schon alleine sehr mächtig. Also, das lohnt sich wirklich. Kann der da nicht hin? Doch, er kann da hin. Okay. Jetzt wechsle ich mal kurz zu Lobox, denn ich habe gesehen, unten war noch ein Fass. Und mit dem kann ich ja noch ein paar Punkte absahnen. Die ich auch gerne haben würde. Hallo, was ist das für ein Scheiß? Wie wir mich gesehen haben. Hey, ich bin noch hinter dem gelaufen. Na, scheiß drauf. Jetzt ist er eh down. Down, Mann! Die geben mir immer noch ein paar Punkte, also warum nicht? Kann man sich wenigstens killen. So. Haben wir hier noch was? Ich glaube nicht. Ich versuche noch. Ja, gut, wirklich viele Kombos kann man hier nicht nehmen. Da ist schon der Ausgang, ja. Das Level ist auch jetzt nicht so mega lang. Aber es gibt schon noch einiges zu tun, so ist nicht. So, bleibt das hier offen? Ach, das ist wieder so ein Zeitschalter, glaube ich. Okay, jetzt geht bei Raymond was auf. Dann wechsle ich doch mal wieder. So, hier gibt es eh noch einiges zu suchen und zu finden. Es fehlen ja auch diverse Käfige, ne? Dürfen wir auch nicht vergessen. Oh, ist auch so ein Typ. Okay, jetzt geht da was auch. Auch auf Zeit allerdings. Das heißt, ich werde versuchen, mich erst noch ein bisschen umzuschauen. So, ich glaube, da war der grüne Lumen, genau. Ich glaube, da kann man immer nicht hochspringen, ne? Ich probiere es jetzt lieber mal nicht. Bevor ich da nochmal abkratze. Das ist so scheiße. So, jetzt. Rüber. Geh doch hoch, Junge. Ja klar, dass das wieder zu ist, seems legit. Boah, das ist so nervig, ne? Der Typ kann irgendwie nicht auf die Plattform draufspringen. Obwohl die Millimeter hoch sind. Ja, das ist einfach scheiße. Das ist einfach scheiße. Kann mich jedes Mal drüber aufregen, ey. So, aber vielleicht haben wir jetzt auch mal die Möglichkeit, unsere Kombo mitzunehmen. Na, ich glaube nicht. Obwohl. Nein, bei Raymond scheiße ist. Junge, schlag doch. Ey, es ist wirklich so nervig, ne? Ich stehe vor den Gegner, drücke gedrückt. Halte gedrückt. Und irgendwie klappt es aber trotzdem nicht. Das ist so zum Kotzen. Das ist echt ultra nervig. So, jetzt hat es auch wieder geklappt. Also es ist echt komisch. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Und das hier nicht klappt, ist auch richtig zum Kotzen irgendwie.
Du springst da drauf und irgendwie kein Bock, da hochzugehen. Hier, ne? Er geht immer nicht richtig drauf auf die Plattform. So, jetzt habe ich ein bisschen Speed gemacht, weil ich den Käfig haben wollte. Ich muss meinen Schneider hochwirbeln. Okay, dann mach das. So, da ist aber nichts mehr, glaube ich. So, jetzt hätte ich aber gerne noch diesen Kristall da hinten, ne? Den ich jetzt ja auslassen musste. WTF, warum bin ich jetzt schon in die Lava gekommen? Hier, aber diesen Sprung, irgendwie, das schafft man gar nicht. Jetzt habe ich es geschafft. Aber es ist so fucking unmöglich. Kann ich jetzt zum Beispiel darüber? Ich glaube nicht. Ich probiere es lieber mal nicht aus. Das ist Globox natürlich noch ganz hinten und ich habe den Typen noch nicht gekillt. Das ist ein bisschen nervig. Ja. Warten wir mal, bis der Typ weg ist. Und dann gehen wir auf Killerkurs. Nochmal alle erledigen hier. Komm her, Mann. So, es müssten alle gewesen sein. Hier waren nämlich nur zwei, wenn ich es richtig weiß, ja. Okay. Aber es ist auch geil, ne? Dieses Wasser ist genauso gefährlich wie die Lava ist genauso gefährlich wie das Wasser sonst. Also bei der Lava könnte ich ja noch verstehen, dass man da so schnell stirbt. Aber bei dem Wasser, please, what? So. Jetzt haben wir hier bei Raven die Möglichkeit. Ich frag mich gerade, das ist ja wieder so eine Kiste, oder? Genau. Was heißt Kiste? Halt so eine. So ein Scheiß hier. Kann ich das noch kaputt machen? Ja, kann ich tatsächlich. Okay, das ist nice. Aber ich wette, der Typ tötet mich doch jetzt, oder? Achso, das ist doch gar nicht kaputt. Okay, da ist dann noch so ein Mini-Dings, aber es zählt noch als Türe. Naja, meinetwegen. Ja. Oh, töte ihn doch, Mann. Hallo, töte den doch. Ich hab doch meine Faust gehabt sogar. WTF, Mann! Ey, ich hasse dieses Spiel wirklich. Das ist so nervig. Jetzt muss ich schon wieder alles nochmal spielen. Das cutte ich jetzt aber für euch. Aber es ist wirklich, es ist so scheiße. Mann, ey, du stehst vor dem Gegner. Ich visiere ihn sogar an und trotzdem treffe ich ihn nicht. Das ist so nervig. Und du kannst deinen Attacken nicht ausweichen. Arrgh. So, ich bin wieder an dieser Stelle hier. Wir müssen noch die Türe kaputt machen, aber das machen wir jetzt relativ fix, hoffe ich doch. Aber das war wirklich lächerlich gerade. Okay, jetzt, man muss auf jeden Fall nochmal zurücklaufen. Man schafft es nicht mit einem einzigen Mal. Macht aber nichts. Also, auf geht's. So, ja, jetzt habe ich noch ein bisschen mehr Leben zum Glück. Oh, danke, hier ist ein grüner Lum. Das ist sehr nett vom Spiel. Und da ist noch ein roter Lum, das ist auch gut. Genau, das habe ich schon gesehen. Ja genau, jetzt sind wir hier. Also da wären wir garantiert nicht hochgekommen. Aber das finde ich zum Beispiel eigentlich auch logisch, dass man hier nicht hinkommt, ne? Ich meine, das macht schon Sinn. Ah, jetzt haben wir auch mal wieder unsere blauen Lums. Die hatten wir auch schon ewig nicht mehr. Aber jetzt haben sie mal wieder einen Auftritt. Finde ich eigentlich sehr cool, muss ich sagen. So. Noch ein bisschen Kombo-Punkte mitnehmen und dann dich kaputt machen. Ich muss los, wenn du Iglo schmilzt. Ja, das wundert mich hier nicht. Hier ist es ja auch ziemlich heiß. Ein Käfig fehlt noch. So, war da noch irgendwas? Ich dachte, da bin ich vorhin lang gegangen. Kann das sein? So, ich will ja nichts übersehen. Ist da noch was? Ich gehe mal kurz nochmal zurück, weil ich will wirklich sicher gehen, dass hier nichts mehr ist. War gar keinen Bock, dass hier irgendwie noch was ist, was ich übersehe und so. Aber nein, scheint nicht so, ne? Aber ich weiß nicht mehr sicher, ob hier noch vielleicht was war. Lieber auf immer sicher gehen, ne? Ich meine, das hier kurz nochmal zu spielen, das ist ja kein Problem, das geht ja fix. War jetzt auch nicht so schwierig und nervig, das machen wir natürlich nochmal. So. So, wo war es jetzt lang? Ach, hier rüberspringen, ne? Genau. Ja, mit Globox kommen wir, glaube ich, erstmal nicht weiter. Weil da sind ja sehr viele Hotlums. Gut, ich könnte natürlich versuchen, zurückzurennen. Das würde funktionieren. Würde ich aber erstmal lieber vermeiden. So, es könnte natürlich sein, dass da unten irgendwo ein Käfig ist. Ich habe auf jeden Fall irgendwo was. Weiß aber gerade nicht genau wo. Aber auf jeden Fall heißt es, dass wir noch nichts übersehen haben von Käfigen. Weil der muss ja dann hier irgendwo sein. Oben oder so. Aber auf jeden Fall, die finde ich noch irgendwie, ne?
Das wird halt noch 10.000 Punkte. WTF. Wie gesagt, boah, 23.000. Also das ist schon ganz schön heftig. Die habe ich das noch nicht mal annähernd. Ich frag mich halt echt gerade. Ich nehme den Checkpoint jetzt natürlich noch nicht. Weil ich zum einen noch ein paar Gegner töten kann und außerdem wollte ich eigentlich zuerst mal gerne wissen, wo der Käfig ist. Okay, da wäre der Ausgang. Das heißt, der Käfig muss hier noch irgendwo sein. Was will ich denn damit? Den Typen killen. Schön, gut, aber wirklich was bringen tut mir das nicht, oder? Also es wird noch ein Lum. Ah, das ist der grüne Lum. Okay, ja gut, dann haben wir alle. Dann fehlt aber immer noch der Käfig. Und vor allem übelst viele Punkte. WTF, ich bin gerade mal 16.500. Also fehlt da noch übelst die Punkte. Kann ich zurück? Nee, ne? Ja gut, dann werde ich mich jetzt umbringen. Wird das für euch wahrscheinlich cutten? Ja, da sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin jetzt an der Stelle hier wieder. Ich glaube, da oben ist der Käfig. Ich glaube, da unten war nichts mehr tatsächlich. Ich probiere es mal aus. Und, uff, ja, tatsächlich. Hey Raymond, danke, dass du mich befreit hast. Dann sind wir 30 und fast komplett. Für deinen überragenden Beitrag für die Kleinlinge wird dir der Peewee-Preis verliehen. Gratulation. Muss los, Bruder. Ich glaube, ich habe Seife im Toaster. Okay, WTF, dann würde ich dir raten, da irgendwas gegen zu machen. Okay, Alter, was ist das für ein Super-Secret hier, bitte? Dann kannst du übelst die Kombo-Punkte mitnehmen. Ja, Mann. Okay, ey, vielleicht kriegen sie sogar noch die Punkte, ne? Mit diesem Ultra-Secret, von das geht noch weiter. Ist aber irgendwie auch ein bisschen dumm, oder? Die machen irgendwie so einen Super-Secret und damit kriegst du dann die Punkte hoffentlich voll. Ah, okay, aber ich sehe schon. Ich muss, glaube ich, nochmal, ja, muss nochmal umbringen gehen. Da kannte ich aber, weil ich sehe jetzt nur, dass ich eigentlich hätte holen sollen. Also nicht so, wie ich es gemacht habe, ne? Dachte ich mir schon fast, aber wollte es mal probieren. Na gut, dann bis gleich. So, ich bin jetzt zumindest wieder am grünen Lum, den werde ich jetzt auch einsammeln, denn ich weiß jetzt ja, wie wir das Ganze hier zu machen haben und ich hoffe, dass wir ja, das Ganze jetzt hier gut hinkriegen können. Bin doch aber zuversichtlich, ich denke, wir haben genügend Punkte. Schauen wir mal. So, ja, 17.000 haben wir jetzt schon, also das sollte eigentlich easy reichen. Mit diesem krassen Secret hier war es schon irgendwie krass, oder? Also es gibt dieses eine Secret, wo du das nicht findest, bist du irgendwie voll am Arsch. So, hier muss man halt alle Punkte mitnehmen in der Combo, die es überhaupt gibt. Jetzt hier rüber, nein. Jetzt haben wir es glaube ich gleich, ja, wir haben es auf jeden Fall. 23.000, perfekt. Hey Raymond, danke, dass du mich... Achso, jetzt kommt wieder diese Scheiße, genau. Ja, gut, dann haben wir 24.000 Punkte, wir haben alles gesammelt. Das heißt, das Level ist so ziemlich abgeschlossen. Ich meine, wir sind jetzt auch am Ende vom Level, ne? Das werden wir zur Klobox zusammen am Ausgang treffen. Und dann war es das nämlich auch. Also, gut, so viel. Eigentlich haben wir es auch nur relativ knapp wieder geschafft mit den Punkten. Ach so, ja. Aber es reicht, ja, ziemlich easy eigentlich, ne? Ach so, jetzt weiß ich auch, wofür man dieses Ding braucht. Um das zum Klobox da rauszuholen, das ist ja eingesperrt. Macht Sinn. Warum ist der eigentlich hier weg? Ach so, weil ich den da hinten hingestellt habe. Okay. Ah ja, gut, wir müssen drauf stehen bleiben und dann kann Raymond hier durch. Ah, okay. Dann brauchen wir das auch mit Blubox hier durchkommen zu lassen. Okay, okay. Machen wir das doch. Bam, 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 bam. So. Ja, Blubox ist doch hier. Ist doch alles cool, Mann. So. Und geschafft. Glückwunsch, Raymond. Du hast den Level perfekt abgeschlossen. Dann schauen wir doch mal. Ja, das sollten wir haben. Aber wirklich, und wenn du dieses eine Secret nicht findest, dann RIP. Wow, du warst richtig krass, Mann. Alles gefunden im First Try. Heftig. Ja, Mann. Ich sag's dir, Murphy. Ich bin richtig heftig. So, da gibt's jetzt auch 3 Murphy-Karten. Genau, perfekt. Oh, ich habe jetzt Zugang zum wolkigen Versteck-Bonus-Level. Geil. Genau. So geht's jetzt schon weiter. Oha, wir können schon richtig weit vorschauen. Es geht ab. Wolkiges Versteck, genau, das ist dieser Bonus. Wir machen aber hier erstmal natürlich weiter.
Hinkelstein der Macht, beziehungsweise Schwefelmeer. Das werden wir uns als nächstes anschauen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen dieses Parts. Das war ein cooles Level, muss ich sagen. Das war echt ein cooles Level. Ich fand es auch ehrlich gesagt nicht so frustrierend. Also das war wirklich cool. Hat mir bisher fast am besten gefallen. Doch, also das war echt cool. Wenn es euch auch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über ein Like sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal hier wieder bei Raven Hold of the Revenge. Schaltet gerne wieder ein. Bis dann, haut rein.